Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Und heute, ja, was machen wir denn heute überhaupt? Wir müssen heute einen Ankylosaurus hier fotografieren und einen Kurytosaurus sollen wir verkaufen. Aber ich sehe gerade, das sind ja nur zwei Aufträge, dann können wir eigentlich gleich mal noch einen dritten annehmen. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben. Also schaffen Sie 100% des Sinoceratops-Genoms. Okay. Schauen wir einfach mal, ob wir den überhaupt schon freigeschaltet haben in irgendeiner Form. Wahrscheinlich nicht. Name kommt mir nämlich eher unbekannt vor. So, schauen wir mal. Nö, hier gibt es den auf jeden Fall schon mal nicht. Hier drüben vielleicht. Zintau. Nee. Okay, es gibt ihn einfach nicht. Vielleicht müssen wir den Sinoceratops auch erst irgendwie hier bei dem Dings freischalten oder so. Nee. Müssen wir den vielleicht erforschen? Metracanto, Geanoto, Kentro und Mamenchisaurus. Was ist denn der Mamenchisaurus? Islasorna-Wissenschaftsmuseum. Habe ich noch nie was davon gehört, um ehrlich zu sein. Sromimus, Mayunga, Baryonyx, Sinoceratops. Ach nö, oder? Den brauchen wir jetzt, oder den gibt es jetzt erst wieder, wenn wir auf der ersten Insel das alles freigeschaltet haben. Aber ganz ehrlich, ich habe gerade nicht die Lust, da nochmal rüber zu switchen, weil wir Aufgabe erhalten. Hier ja eigentlich auch das andere machen können. Erstmal. So, die sind beide fertig. Hey, der macht ja gar nichts. Schade. Ich dachte, der würde irgendwie rufen oder so. Die sind echt schön. Ich weiß nicht, was mich an diesen zweibeinigen, die auch auf vier Beinen laufen können, so fasziniert, aber ich finde sie irgendwie cool. Die Futterstation muss aufgefüllt werden. Welche Futterstation denn? Die hier? Okay. Das ist gut. Dann können wir. Unterwegs zur Futterstation. Anfrage bestätigt. Achso, weil der Ankylo hier ist, brauchen wir natürlich auch noch ein, keine Landschaftsgestaltung, sondern eine Bodenstation. Eine Pflanzenfresser-Bodenstation, meine ich. So. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Stromausfall? Ach du Scheiße. Scheiße. Ranger. Kehr zur Basis zurück. Du musst hier hochfahren, Ranger. Füge Aufgabe hinzu. So. Wer genau ist jetzt krank? Der hier. Moment mal. Kein Problem. Kann er vielleicht erst den heilen und dann das machen? Anfrage bestätigt. So. Wenn das jetzt klappen würde, wäre das sehr gut. Und unser zweiter Ranger füllt gerade auf schon. Okay. Wenn wir den selber lenken. Moment. Auffüllen. Vorräte voll. So, Foto machen.
Yippie-yay. Starker Schnappschuss. Sowas gelingt nicht oft. Moment. Raus. Wir betrachten diesen Auftrag als erfüllt und verwenden Ihre Fotos entsprechend. Bildmaterial und Informationen erleichtern unseren Job erheblich. Ja, kein Problem. Alles gut. Verstanden. Braucht der einen Partner? Nö. Wie andere Ankylosauri Dai lebt er in sehr kleinen Gruppen und zieht es vor, eine geringe Anzahl an Dinosauriern anderer Spezies in seiner Nähe zu haben. Sein ideales Territorium besteht aus kleinem Grasland und Waldgebieten. Okay. Schwer gepanzert und bekämpft sich und Fressfeinde mit seinem schweren Keulenschwanz. Moment. Was wollte ich jetzt machen? Achso, Bestand ist gerade so an der Grenze. Wie viel kann er denn? Wie viel kann er denn? 8. Helikopter-Einsatz! Ja gut. Genug des Blödsinns. Geht jetzt hier mal der Strom wieder? Super. Hammond hätte mehr Leute wie Sie brauchen können, als er seine prähistorische Reise begann. Schnelle Lerner, engagiertes Personal. Einige wurden sicher nicht aufgefressen. Danke für das Lob oder so? Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Verhelfen Sie einem Dinosaurier zu 2 Kampfsiegen. Okay. Okay. Ich weiß schon, was wir machen. Wir machen einfach. Welcher Dinosaurier kann denn kämpfen? Also wir brauchen ja keine Edmontosaurier oder so, weil die nicht kämpfen können. Wir brauchen welche mit Verteidigungswaffen. Welcher von denen hat denn 61, 29, 47, 26? Okay, 65, 29, 68, 71. Und der Triceratops ist 71, 47. Das heißt, der ist Tyrannosaurus. Den müssen wir machen. Wenn es einen neuen Auftrag gibt, weiß ich, an wen ich mich zuerst wende. Wachsamkeit ist an sich schon eine Belohnung. Doch da Sie auf Isla Tacaño für Sicherheit gesorgt haben, erhalten Sie eine zusätzliche Belohnung. Isla Tacaño? Warum sagt er denn das so komisch? Unterwegs, um Produkt abzuholen. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Eigentlich bin ich ja nicht dafür, Dinosaurierkämpfe zu veranstalten. Ach, diese Viecher hier, die regen mich auf. Wieso sind die denn immer krank? Was ist denn hier los bei denen? Kommt ihnen das Wasser irgendwie nicht? Nahrung, Wasser. Warum isst der denn auch nichts? Ist hier nicht eine Futterstation? Gibt's hier nur eine Futterstation? Bin ich so blöd, wirklich? Nö. Was ist das? Große Futterstation für Pflanzenfresser. Ja gut, die macht natürlich keinen Sinn. Okay. Es geht eindeutig auf meine Kappe. Ranger-Team. Fege Aufgabe hinzu. Aber mit Wasser verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Und auf Kampf habe ich eigentlich auch keine Lust. So. Kryptosaurus, okay.
Ja. So. Dann macht ihr da mal weiter. Ist jetzt nur die Frage, ob die ab halt nur der eine kämpft oder. Also wir brauchen halt wahrscheinlich drei dann. Ja, dann halt. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Auch für mich die sechste Stunde heute. Also falls jetzt halt jeder einmal kämpft, brauchen wir noch Wir haben den da ein neues dritten Dino Angebot. da eben. Warten Sie. Ja, kein Interesse. Kein Interesse. Wie sieht es denn aber aus mit einem neuen Auftrag? Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Ja, das ist einfach. Die brechen bei uns nämlich komischerweise hier nicht aus, die Fleischfresser. Nö, Auftrag wollte ich gar nicht. Ich wollte hier mal den Ruf angucken. Und das ist noch echt eine Menge, die wir da machen müssen. ACU-Treffsicherheit. Okay, das können wir jetzt dann wahrscheinlich erforschen erstmal. Ihr Ruf macht Sie glaubwürdig. Für alle in der Unterhaltungsabteilung. Ja, Mich danke. inklusive. Hier. Nö. Gab's denn hier, ging's hier, was war das hier? Ach, da brauchen wir ein neues Forschungszentrum. Das ist natürlich doof. Hier haben wir auch alles. Okay. Was? Wieso? Wo? Wer, wieso, weshalb, warum? Die Raptoren. Wieso sind hier Besucher drin? Warum zählt das trotzdem weiter? Und ach so, weniger als 5 Gäste, okay. Aber was ich mich frage, ich frage mich eine Frage und die ist, warum sind hier Menschen drin? Das macht irgendwie keinen Sinn. Als ich das Gehege eingezäunt habe, war da hier doch keiner. Oder waren die jetzt diese 100 Jahre dort drinne? Ich meine, das besteht ja schon irgendwie seit so, weiß ich nicht, paar Stunden wahrscheinlich schon. Kümmere mich um Hä? die Unterstation. Was für ein Bullshit. So. Jetzt haben wir hier natürlich neue Dinos, die nur dazu da sind, um zu sterben. Es tut mir irgendwie leid. Und wenn sie die Ceratosaurier töten, dann kommen sie auf die Brachiosaurus-Anlage. Hier haben wir einen Styracosaurus, auch Stachelechse genannt. Der Stachelechse. Grund für diesen Namen liegt auf der Hand. Liegt auf der Hand. Okay. Die greifen sich hier schon mal an. Uiuiui. Niedrige Gesundheit. Alter, ein Biss hat bei dem so viel genommen. Ui. Alter. Die sind ja mal richtig aggressiv. Und der da hinten auch schon. Shit.
Boah. Die hatten ja überhaupt keine Chance gegen die Ceratosaurier. Alter Falter. Werden die denn jetzt irgendwie... er hat jetzt schon wieder eine niedrige Gesundheit. Es gibt's doch einfach nicht. Es gibt's einfach nicht. Bestätigt. Verstanden. So, ich würde gerne mit dem zweiten Team mal ein Foto machen. Wie der Dino den anderen auffrisst. Aber hoch. Naja. Wer denn jetzt? Ey! What the fuck? Was ist mit ihm los? Sowas Unhöfliches habe ich ja noch nie erlebt. Ich kann aber auch nicht in ihn reinfahren, leider. Hallo! Du dummes Vieh, ey. Zum Glück ist der nicht rausgelaufen dafür, weil das Tor offen war. Ceratosaurus läuft, okay. Moment, kämpfen die jetzt gegeneinander? Nö. Aber wir haben jetzt drei tote Dinos. Warum? Oh nein, ein Raptor ist tot. Ein Raptor ist tot. Das gibt's ja nicht. Raptor ist tot. Dann brauchen wir einen neuen. Weil sonst werden die anderen aggressiv. Machen wir bei dem mal das Wüstenmuster. 87, 91, 94, 93, 100. So. 108. 114. Besonders effizientes Blut. Okay. Von dieser, was ist das, ein Krebs, Krabbe? 128. Ja. Zack. 42. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Lebensfähigkeit 5%. Okay. Dann sollten wir hier vielleicht nochmal schauen. Oh, die Hauptmission fängt an. Im Optimalfall ist die Haltung der Tiere eine echte Herausforderung für Körper und Geist. Aber diese Sache hier benötigt mehr als das. Darum okay. Habe ich an Sie gedacht. Moment. Halt, das wollte ich ja gar nicht. Viele dieser Tiere haben im Normalzustand eine Art Grundaggressivität. In diesem Fall werden wir sie freisetzen, sogar verstärken. Dadurch werden sie begreifen, wer sie wirklich sind und wozu die Dinosaurier werden können. Als erstes müssen wir Forschungen zur Genmodifikation anstellen. Wir suchen nach Genen, die einen Einfluss auf einzelne Merkmale der Dinosaurier haben. Aggression, Angriffslust und so weiter. Und Dr. Duhr muss davon nichts erfahren. Ich hoffe, dass ich mich nicht wiederholen muss. Verstanden. Moment. Ich habe gehört, dass die Forschung abgeschlossen ist und wir mit den Genmodifikationen beginnen können. Modifikation für hyperaggressives Verhalten, um genau zu sein. Hey, langsam, wir machen was mit diesen Dinosauriern? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Weil ich weiß es. Und ich habe es überlebt. Etwas, das Sie noch nicht behaupten können.
Okay, sieht scheiße aus, aber ist ja auch erstmal egal. Produkt wird transportiert. Okay, das Blutungstempo ist abgeschlossen. Warum auch immer. So, was brauchen wir denn? Dein Nyschus mit der Modifikation aggressives Verhalten 2.0. Okay. Oh, das geht nicht gut aus für ihn. Oh. Sie sind die richtige Person für den Job. Danke. Wie sieht's denn hier eigentlich mit den Raptoren aus? Ich glaube, die sind ganz schön böse jetzt, oder? Ach nee, soziale Gruppe 2 bis 6. Ist ja gut. Das ist gut. Futterstation muss aufgefüllt werden. Wo denn? Wo brauchen wir denn Futter? Niedrige Gesundheit. Hier unten? Okay. Dann macht ihr mal das hier bitte. Aufgabe erhalten. Und der andere Trupp fährt mal hier hoch zu den Raptoren. Nachschub ist unterwegs. So. Deinonychus. Mit der Modifikation aggressives Verhalten 2.0. Das heißt, wir brauchen. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Okay, das können wir ja beides mit dem dann machen. Wir brauchen ein neues Gehege, also. Ein Deinonychus. Mit aggressives Verhalten 2.0 und gute Verdauung. Gute Verdauung 4.0. Aggressives Verhalten 2.0. So. Und hier machen wir das, was am meisten Punkte bringt. Das hier. Ein Raptor, ein Raptor. Ui, der ist ja grün. Transporter. Bitte betäuben. Lege weitere Aufgabe fest. Oh, er guckt sogar nach dem Heli, oder was? Geil. Es wird immer daneben geschossen. Der dritte jetzt. Der vierte hat gesessen. Fünfte auch. Und tschüss. Ja. Zack. Produktabholung erhalten. Vielleicht können wir das Dino Dixterbombs ja dann doch hier hin machen. Oder vielleicht hier oben. Aber das ist zu weit, glaube ich. Hier so ein Rand irgendwie vielleicht. Ich weiß es nicht. Okay. Zwei tote Dinos. Ach, jetzt ist der nächste Raptor tot hier, ey. Boah. Produkt muss eingesammelt werden. Das heißt, wir können hier gleich noch mehr Raptoren machen. So. Ja gut, dann um den
Dino-Dingsterbums werde ich mich dann in der nächsten Folge drum kümmern. Ich würde gern jetzt erstmal hier unten noch ein bisschen was machen. In dem Gehege, was uns nicht aufgezwungen wurde, sage ich mal. Oder wir bauen den Dino-Dingsterbums hier hin. Das passt ja wahrscheinlich auch irgendwie, oder? Das sind die nicht so Raptorenartig, so von der Größe her? Ich glaube schon. Beginne Produkttransport. Wenn wir den hier hinsetzen, den Zaun. Produkt transportiert. Ach, was ist denn jetzt schon wieder Dinosaurierbedrohung? Raptoren, ich wusste es. Ich wusste es. Oh, wie er den umgerannt hat, ey. Wie er den einfach umgerannt hat, da. Aber hier können doch theoretisch gar keine Gäste reinkommen. Wo sollen die denn herkommen? Sind die vielleicht hier vom Turm gefallen oder so? Das macht ja gar keinen Sinn. Nö. Das ist natürlich auch dumm anzunehmen, dass sie hier reinfallen würden, aber dem Spiel traue ich irgendwie alles zu. So. Gucken wir mal. Gehege. Diese komische Galerie, wo ist denn die? Hier. Niedrige Gesundheit. Ja, danke dafür. Wenn wir die so hier platzieren. Und dann vielleicht noch ein... Obwohl... Turm? Macht eigentlich auch... Brauchen wir einen Turm unbedingt? So, hier macht natürlich keinen Sinn, ne? Können wir die Masten dort rumziehen? Das würde mir auf jeden Fall besser gefallen. Okay, das geht nicht. Außerhalb des verbaubaren Bereichs. Verbaut. Kein Strom. Weg. Dann versuchen wir es nochmal. So. Und so. Und... Moment. Den reißen wir dann weg. Der hier hat keinen Strom, weil er nicht im Radius eines Umspannwerkes steht. Das ist doof. Naja. Okay, liebe Freunde. Ich bin am Ende meiner Kräfte angelangt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber wir werden uns erst in der nächsten Folge um das Deinonychus, Deinonychus, wie auch immer, Gehege kümmern. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.